Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und wir starten das heutige Fellner Live natürlich mit dem Thema des Tages. Das ist der Coronavirus, die Angst vor dem Coronavirus. Man könnte fast schon sagen, die Panik vor dem Coronavirus. Jetzt haben wir die ersten zwei, möglicherweise in dieser Stunde gerade drei Fälle in Österreich. In Oberösterreich ist angeblich einer gerade im Schwange. In diesen Minuten dürfte dort ebenfalls ein Corona-Patient positiv getestet werden, hat der Landeshauptmann schon angekündigt. Also sozusagen ganz Österreich in Angst vor dem Coronavirus. Und das wollen wir jetzt einmal ein bisschen von der Hysterie herunterholen auf die Realität. Und dazu der Mann, der derzeit in allen Studios ist, ja, rund um die Uhr könnte man sagen, Markus Franz, früher mal der profilierteste Gesundheitspolitiker des Landes, könnte man sagen, oder zumindest der frechste. Ja. Der frechste mit Sicherheit. Sie waren im Team Stronach ursprünglich und dann in der ÖVP, als auch eine Art Gesundheitssprecher. Ich weiß nicht, ob Sie selber Gesundheitssprecher waren. Ich habe den Erwin Rasinger vertreten dürfen. Genau, also der Rasinger ist dort ja der eigentliche Gesundheitssprecher, aber teilweise waren Sie das, haben sich sehr oft kritisch zu Gesundheitsthemen zu Wort gemeldet. Und wann die Österreich-Redaktion jemand braucht, der etwas sozusagen gezielt pointiert und sehr sagen wir, sachkundig analysiert, dann greifen wir auf Sie zurück. Freuen uns auch immer, wenn Sie kommen. Danke vielmals für Ihren Großeinsatz in den letzten Tagen. Gerne. Und jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt eine Sache, die trifft Sie fast in der Berufsehre, denn Sie sind nicht nur Politiker, Sie sind Internist. Sie sind praktizierender selbstständiger Arzt in Wien-Hietzing und Internist. Da ist man zuständig für immer, wenn da was bei der Pumpe fällt oder wenn alles, man Durchfall hat. Alles, was nicht zu operieren ist. Aber jetzt haben Sie Hochsaison mit der Grippe. Das heißt, die Internisten sind ja, wenn ich richtig informiert bin, die Grippespezialisten, richtig? Internisten sind Grippespezialisten, weil Internisten auch für Infektionskrankheiten schwerer Art und Weise zuständig sind. Ich möchte aber die Hausärzte dabei nicht klein machen. Die ersten Ansprechpartner sind immer die Hausärzte, also die Allgemeinmediziner. Aber grundsätzlich sind Internisten die Spezialisten für Infektionskrankheiten. Also wir haben einen Spezialisten für Grippe hier sitzen. Vorweg gleich einmal die Frage, ist das heuer ein besonders dramatischer Grippewinter? Weil da widersprechen sich ja viele. Viele sagen, da gibt es wirklich mehr Grippefälle als üblicherweise. Andere sagen, es ist eine künstliche Aufregung. Was ist da wirklich dran? Die Grippe schwankt von Jahr zu Jahr, weil sich auch das Grippevirus von Jahr zu Jahr verändert, so wie ja alle Viren mutieren können, sprich, die können sich ändern in ihrer Pathogenität, in ihrer krankmachenden Art und auch wie sie ausschauen für unser eigenes Immunsystem. Das kann man schlecht prognostizieren, wie sich diese Virus entwickeln. Wie schaut es heuer aus? Heuer, würde ich sagen, schaut es durchschnittlich aus wie in den letzten Jahren. Also es gibt keine besonderen Auslenkungen bei den Also Tagen. Keine Rede von einer Grippeepidemie oder so, ja, derzeit in Österreich. Die haben wir jedes Jahr, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber es ist jetzt nicht so, dass das ausgeufert wäre. Also der Internist bleibt cool und sagt ein ganz normales Grippejahr, wie ich es immer habe. Wie viele Grippepatienten pro Tag durchschnittlich in der Ordination? In der Ordination möglichst keine. Weil Sie ich die jedem nicht raten, wollen? Nein, ja? Die will ich nicht, weil ich sie nicht will als Patient, sondern die will ich nicht dort haben, zum Selbstschutz und zum Schutz der anderen Patienten. Weil Sie Angst haben, der steckt genau, in das ganze Wartezimmer. Also 10 Leute dort und Sie genau. haben gleich 10 Grippepatienten. So ist ja? es. Mhm. Also ganz wichtig ist, lieber zu Hause bleiben, wenn man sich krank oder schwer krank fühlt. Fühlt dann Ärztenotdienst rufen, Rettung rufen, beziehungsweise den Hausarzt oder den Internisten. Wir machen natürlich auch Hausbesuche. Es ist viel besser, die Ärzte und die Betreuer kommen nach Hause, als der Patient. Die Patientin geht zum Arzt. Also die erste Regel vom Dr. Franz ist, bitte, wenn man Grippe hat, nicht in die Ordination gehen, genau. sondern einen Hausarzt rufen oder einen Notarzt rufen, wenn das Fieber wirklich hoch ist und nicht mit, was ich, 39, 40, 41 in eine Ordination gehen und dort gleich das ganze ganz Wartezimmer schlecht. Infizieren. Ganz schlecht für einen selber, ja. weil Fieber kann immer zu Kollapszuständen führen, dass man zusammenfällt im Wartezimmer, haben wir alle schon erlebt. Weil die Patienten nicht den Hausbesuch abwarten wollen, was ich aber jedem rate, weil wenn es wirklich trabig wird, also sprich dringend wird, dann der Ärztenotdienst ist binnen kürzester Zeit da und wenn es echt einmal bedrohlich wirkt, die Situation für die Angehörigen, die Rettung, Notarzt ist binnen 4 bis 8 Minuten in Wien überall da. Ja, und jetzt kommt es erstens anders, zweitens, als man denkt, Sie dachten, ein ganz normales Grippejahr und plötzlich kommt das Coronavirus daher. Wie reagiert der Internist, der Dr. Franz, auf dieses Coronavirus? Corona-Patienten haben Sie wahrscheinlich noch keinen gehabt. Noch keinen. Das wüssten wir. Das wüssten wir. Aber ich denke, die
die Zahl der Patienten wird zunehmen, das lässt sich gar nicht verhindern. Was sich schon verhindern lässt, ist eine Vielzahl von Patienten, wenn die richtigen Methoden angewandt werden, und das ist die Händehygiene. Das ist, steht am vordersten Also fangen Rand. Wir mal an. Der Coronavirus ist gefährlich, ja oder nein? Ist für manche Leute gefährlich, speziell für ältere Patienten, die schon andere Erkrankungen haben. Grundsätzlich ist er eher ungefährlich, was wir bis jetzt wissen. Wir wissen auch aus den chinesischen Verläufen, dass über 80% der Betroffenen nicht schwer erkrankt waren, sondern eher leicht erkrankt waren. Das heißt, die haben eine normale Grippe mit normale bis Grippe. Zu 39 Fieber, husten ein bisschen oder nicht einmal. Und nach zwei Wochen ist das wieder vorbei. Oder wie muss man sich das vorstellen? Das kann man sich so vorstellen, dass es asymptomatische Patienten gibt, die Virusüberträger sind, die haben den Virus in sich, spüren nichts, bis hin zu ganz Schwerkranken, wobei die Schwerkranken die absolute Minderheit darstellen. Alte Menschen, Krebskranke haben wir teilweise mit. Immunsupprimiert, also die Therapien kriegen, die schwere Therapien kriegen, Chemotherapien, die schwer herzleidend sind und, oder lungenleidend sind, starke Raucher. Für aber die kann der Coronavirus tödlich sein. Kann gefährlich. Für einen normalen 30- bis 60-jährigen Österreicher? Eher ungefährlich, aus jetziger Sicht. Eher ungefährlich. Ja. Warum ungefährlich? Weil es spezielle Rezeptoren gibt in der Lunge, ACE-Rezeptoren heißen die, dort docken die Viren an, und je mehr man von diesen Rezeptoren hat, desto kränker kann man werden. Und ältere Menschen haben tendenziell mehr Rezeptoren. Asiatische Bevölkerungen haben mehr von diesen Rezeptoren, Europäer haben weniger Rezeptoren. Und bei den jüngeren Leuten können die Viren nicht in diese Rezeptoren, also in diese Lungenzellen eindringen und nicht ihr böses Werk verrichten. Und Kinder kriegen es also eigentlich fast gar nicht. Also insofern ist das nicht so gefährlich in Ihrem Insofern ist es insgesamt nicht gefährlich, wiewohl man diese Maßnahmen einhalten muss, weil auch eine nicht gefährliche Epidemie, wenn die Durchseuchungsrate sehr hoch ist und jetzt werden Tausende und Abertausende Österreicher krank, dann gibt es Ausfälle am Arbeitsplatz, es gibt Ausfälle in der Schule, es gibt Ausfälle. Weil wenn ich das richtig lese, Herr Doktor, ist es ja so, dass das zwar nicht wahnsinnig gefährlich ist, man aber viel leichter angesteckt wird als von der normalen Grippe. Stimmt das? Es hat ein wesentlich höheres Infektionspotenzial. Eine sogenannte Dieser Coronavirus hat ein höheres Infektionspotenzial. Viel, der kann viel mehr Wie Leute viel höher infizieren. Ungefähr, nur dass man ein Gefühl hat? Circa 10 bis 20 Mal so hoch. 10 bis 20 Mal so hoch wie bei der Grippe. Das heißt, wenn ich schon bei der Grippe aufpassen muss, dass ich jemand nicht zu nahe komme, nicht angehustet werde, nicht die Hand gebe, bei einem Coronavirus kann das sehr, sehr gefährlich sein. Einmal Hand geben und man hat das Ding. Einmal Hand geben ist vielleicht schon einmal zu viel. Und die Rede von der Armlänge Abstand, die ja vor 2-3 Jahren aus anderen Gründen durch die Lande gegeistert ist, die ist jetzt gerade wieder ganz wichtig. Armlänge Abstand und niemand die Hand geben. Und ganz wichtig, wenn man husten oder niesen muss und möglicherweise selber krank ist, in den Ellbogen hinein und nicht in die hohle Hand. In die Bevölkerung. Nicht in die Bevölkerung. Ins Büro hinein. Nicht ins Büro. Und wenn man krank ist, auch nicht ins Büro gehen. Also wenn man sich fiebrig fühlt, grippig fühlt, dann sollte man zu Hause bleiben. Jetzt erklären Sie uns doch einmal, Herr Doktor, was ist das Besondere an diesem Coronavirus? Was unterscheidet dieses Coronavirus vom normalen Grippevirus, das wir jetzt heuer in Österreich haben? In der genetischen, also in der Information, die da drinnen steckt in dem Virus, ist es unterschiedlich. Und es ist eine für die Immunsysteme der Menschen eine völlig neue, feindselige biologische Kampfwaffe sozusagen. Was ist unterschiedlich da? Die Rezeptoren, die dieses Virus bildet, die das ausbildet, wo die Antikörper andocken können, um es zu vernichten, also unsere eigenen Antikörper, die wir bilden im Immunsystem, die sind anders. Und es gibt noch keine Immunität. Wahrscheinlich gibt es nächstes Jahr schon viele Leute, die immun dagegen sind. Aber die Immunität muss erst ausgebildet werden. Der Körper. Das heißt, derzeit ist niemand gegen das Coronavirus immun. Nein, das ist. Das heißt, wenn einer herkommt und dir die Hand gibt, ist schon passiert. Dann ist schon passiert, weil die Immunität braucht eine gewisse Zeit, um sich auszubilden. Zumindest einmal 6 bis 8 Wochen. Das heißt, derzeit stehen wir diesem Coronavirus praktisch hilflos und schutzlos gegenüber. Das heißt, wenn das Ding kommt, dann fegt es praktisch wie eine Welle über uns drüber und alle sind krank. Mit dem aber muss man niemand rechnen, ist tödlich krank. Oder wenig. Nur alte tödlich. Und besonders gefährdete Personen sind tödlich krank. Das muss man immer sagen, die Information, dass es für die allermeisten Leute nicht gefährlich ist, ist, glaube ich, der zentrale Satz. Und der zweite zentrale Satz ist, es müssen trotzdem alle aufpassen, weil es können eben welche schwer krank werden und es können sehr viele krank werden. Und sehr viele kranke Leute sind immer Belastung für den Einzelnen und für die Volksgesundheit, für die Volkswirtschaft und so weiter. Aber Herr Doktor, Sie haben das gerade so spannend beschrieben und danke vielmals, dass Sie uns das so gut erklären heute. Ja, Sie haben gesagt, die Gefahr ist, man steht diesem Coronavirus hilflos gegenüber. Weil bei der Grippe sind viele geimpft, andere sind immun, falls die schon dreimal gehabt haben oder so. Ja, bei Coronavirus. Wenn du da jemanden triffst, der den Coronavirus hat, dann
ist passiert. Dann ist es passiert, gesagt. Aber ja? einfach gesagt, es ist so einfach, das ja? ist die Infektion erfolgt. Weil so. Du bist nicht im Mund dagegen und dann kannst du nichts machen. Du hast, wenn du relativ der jung bist... Der haucht dich an und tschack. Ja? Weniger der Hauch, das Händeschütteln. 95%, das Händeschütteln ist das Gefährlichste. Ja, das Händeschütteln ist das Allergefährlichste. Das Händeschütteln ist das Gefährlichste. Die Tröpfcheninfektion erfolgt durchs Anhusten, aber das Gefährlichste sind die Hände, die Händeinfektion. Deswegen die Hände sind das Gefährlichste. Desinfektion das Wichtigste. Gut zu wissen. Ja? Das heißt... Wer jetzt sozusagen Angst hat, der braucht ein Desinfektionsmittel für die Hände, desinfiziert sich immer wieder und wenn er klug ist, schüttelt er überhaupt keine Hände mehr. Wenn er klug ist, winkt er nur und hat vielleicht sogar bei sich ein kleines Flaschen mit Desinfektionsmittel. Es gibt ja diese kleinen Portionen. Gut. Also das halte ich jetzt gar nicht für übertrieben, wenn man sowas mit sich führt und sich zwischendurch die Hände desinfiziert. Jetzt sind Sie ja schon seit einigen Tagen bei unserem Sender und ich sehe das mit Spannung. Und Ihre spannende Aussage schon am ersten Tag war, das kommt wie das Amen im Gebet auch nach Österreich. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil wenn da ein paar von Italien daherkommen, dann ist das unvermeidlich. Nicht? Sie waren ja der Meinung, das ist unvermeidlich, dass wir in Österreich eine ganze Reihe von Infektionsfällen bekommen. Die werden wir mit Sicherheit haben. Und genau das ist passiert heute. Ja? Zwei Tiroler, Pärchen, kommt aus Bergamo, hat dort wahrscheinlich ein paar Hände geschüttelt. Tschack, schon ist es passiert und fährt mit dem Coronavirus nach Innsbruck. Ist die Frage, wie viele Hände haben die jetzt in Innsbruck geschüttelt übers Wochenende? Oder wen haben die dort alle aus der Nähe sozusagen vielleicht geküsst oder angehaucht? Ja, also die haben vermutlich schon eine gewisse Spur des Virus nach Innsbruck und nach Tirol hineingezogen. Ist zu befürchten, aber gleichzeitig muss man immer dazu sagen, dass 80% der mit dem Virus Infizierten eben nicht schwer krank werden und sehr viele Patienten bzw. sehr viele Menschen, die das haben, überhaupt keine Symptome entwickeln. Aber Sie haben ja bei uns schon vor ein paar Tagen gesagt, zu glauben, dass man Österreich da heraushalten kann, ist eine völlige Illusion. Eine Illusion. Wir werden letztendlich wahrscheinlich genauso viele Infizierte anteilsmäßig haben wie Italien. Ich glaube, dass wir da ungefähr in gleichen Zahlen uns bewegen werden. Und vor allem, wir werden schon viele Infizierte haben. Das heißt, mit 100 Infizierten oder so werden wir rechnen müssen. Ja, wir werden mit wesentlich mehr rechnen müssen. Wir werden mit mehr, mit Tausenden rechnen müssen. Aber wir wissen nicht, wie viele es wirklich sind. Ich schätze, dass das in die Tausenden, Abertausenden gehen wird. In die Tausenden und Abertausenden infizierten Corona-Patienten. Aber die meisten davon nicht schwerkrank oder gar nicht krank. Es gibt Berechnungen von englischen Epidemiologen. Also das sind Leute, die sich nur mit Infektionen und Krankheiten, die übertragen werden, beschäftigen. Und die sagen, dass 40-60% aller Menschen diesen Virus bekommen werden, beziehungsweise den 40-60% aller Menschen werden diesen Virus bekommen. Ja. Das heißt, jeder Zweite wird einen Coronavirus bekommen. Aber nur 5% von den Befallenen sind, ist nur jeder 20. wirklich gefährdet, schwer krank zu werden. Also das Rechenbeispiel. Also sagen wir, jeder Zweite kriegt den Coronavirus. Ja. Bei wie vielen kommt es dann zu Fieber? Bei circa 20% dieser 50%. Also praktisch bei 10% würde dann ein akuter Coronavirus ausbrechen. Sie sind gut im Kopf rechnen. Naja, kann ich. Ja? Ja? Ich nicht so, aber in etwa jeder 20. muss damit rechnen, dass er doch schwerer erkrankt. Also jeder 20., eventuell sogar jeder 10. muss damit rechnen, dass er irgendeine Form einer Corona-Grippe, einer leichten oder schweren Corona-Grippe kriegt. So ist es, genau so die ist fängt es. Bei wie viel an, nur dass man die Symptome mal mitkriegt? Symptome sind Atemwegsprobleme, also Husten. Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, leichtes Fieber bis, also man spricht von subfebrilen Temperaturen, wenn es unter 38,5 ist, das ist relativ ungefährlich. Wenn es über 38,5 ist, das ist echtes Fieber. Da sollte man auf alle Fälle dagegen was unternehmen. Und wie fängt es bei einem an, der ganz wenig hat? Ist es 36,5 oder 37 der kann, und der spürt das gar der nicht? Kann das gar nicht spüren, der hust vielleicht zwei Tage und hat ein bisschen Räuspern im Hals oder ein enge Gefühl auf der Brust oder das Gefühl, er ist verkühlt oder fühlt sich nicht ganz fit und ist nach zwei, drei Tagen wieder ganz der Alte. Und der andere kommt unter Umständen auf die Intensivstation mit dem gleichen Virus, mit der gleichen Erkrankung, nur macht sich es bei dem anders bemerkbar. Weil er halt alt ist Weil er halt alt ist, polymorbid, sagen wir dazu, also viele Krankheiten hat, über 80 ist, schon viel durchgemacht hat in seinem Leben. Aber das sind Patienten, die vermutlich an was anderem auch erkrankt werden, an der Grippe. Weil Sie sagen ja, jetzt bleibt es einmal mit beiden Füßen am Boden. Wir haben wie viele Grippetote im Jahr? Wir haben zwischen 1.000 und 2.000 Grippetote pro Jahr. 1.500 Grippetote, ja, so in etwa im Jahr.
Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir keine Grippetoten im Land hätten. Ja, das geht ja jetzt vollkommen unter, so wie der Klimawandel jetzt durch den Virus ausgeschaltet ist. Niemand spricht mehr von diesen Sachen. Also wir haben ja wesentlich mehr Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit anderen Infektionserkrankungen. Das heißt, in der Grippehochzeit haben wir irgendwo zwischen 50 und 100 Grippetote in der Woche, könnte man sagen. So könnte man ungefähr hochrechnen. Ohne, dass sich einer aufregt. Ja. Ohne, dass sich einer aufregt. Auch spannend zu wissen. Ja. So, aber jetzt dieser Coronavirus, man merkt ihn kaum. Mhm. Man hat, wenn dann das Gefühl, man ist ein bisschen krank und hat ein bisschen eine Grippe. Genau. Aber, und es passiert auch nichts, wenn man wegtaucht, darf ich einmal sagen. Passiert gar nichts. Also Langzeitschäden, dafür ist es natürlich noch zu früh, dass man über Langzeitschäden spricht beim Coronavirus. Aber was wir aus anderen Viruserkrankungen wissen, es gibt durch Viren kaum Langzeitschäden, dass man da irgendwas davon trägt, irgendwelche. Sie sind ja immer für freche Ansichten bekannt. Sie haben ja die Ansicht, dass ein Gutteil von Österreichern das eh schon hat. Wie viele haben das Ihrer Meinung nach schon? Ich schätze, dass das Tausende haben. Tausende? Tausende. Einige sind davon bereits Corona-infiziert, Ihrer Meinung nach. Man fängt ja erst jetzt an zu messen bzw. zu testen. Und es hat sehr das viele heißt, Kontakte gegeben. Italien-Urlauber des letzten Monats oder so. China-Reisende. Ja. Wir haben ja nicht nur den einen Herrn gehabt, der da in China eine Zeit lang festgehalten wurde unter Quarantäne, sondern wir haben sehr viele Leute, die nach China geflogen sind bzw. von China gekommen sind. Und dieses Virus ist ja dort schon 2019. Iran, Vietnam, all das. All diesen asiatischen Ländern. Also Sie sind der Meinung, da gibt es tausende Österreicher, die mit einem Coronavirus herumlaufen. Weil wir konnten kleine, tickende Zeitbomben, die ein bisschen Fieber haben, möglicherweise auch schon drüber sind. Und sind wieder drüber. Die haben schon wieder nicht mehr, aber die haben es weitergegeben. Und bisher haben wir nicht darauf geachtet, ob das jetzt ein Coronavirus ist oder eine simple Grippe, eine bekannte Grippe, eine Influenza, oder ob das jetzt ein grippaler Infekt ist, ein Schnupfen, weil die Symptome sehr ähnlich sind. Also was wird jetzt passieren, wenn jetzt also wirklich sehr rigoros getestet wird, dann werden Ihrer Meinung nach hunderte Corona-Infizierte auftauchen. Es werden sehr viele Corona-Infizierte auftauchen. Es wird sich noch einmal eine Angstwelle verbreiten. Und man wird erst durch die Erfahrung Das heißt, in den nächsten Tagen werden wir einfach da, dort, hier, Dutzende Fälle haben. Auch in Wien, wo bis jetzt noch nichts war. Das werden wir haben, weil immer mehr getestet wird. Und die Leute natürlich sensibilisiert sind und jeder es wissen will. Aber wir werden die Erfahrung erwerben, dass es für die allermeisten Leute eben nicht gefährlich ist. Herr Doktor, die Leute sind panisch. Die Frau Badl hat mir gerade im Insider gesagt, 1500 Anrufe am Notruftelefon in der Stunde, die Leute kommen nicht mehr durch, es ist dauernd besetzt, die können diese Angriffswelle nicht mehr so bewältigen, die drei Leute, die dort am Notruftelefon sitzen. 1500 Anrufe in der Stunde ist natürlich gewaltig. Warum sind die Leute so panisch und was raten Sie denen? Weil Sie sagen ja, keep cool. Ne? Ich sage, keep cool. Ich sage, schaut Fellner live. Da hat man jetzt einmal schon sehr viel erfahren. Ja. Ich rate den Leuten, wenn sie keine schweren Symptome haben, einfach abzuwarten und wie üblich Grippemittel zu nehmen, die seit Jahrzehnten im Handel sind, vom Aspirin über Inflopene etc. Ich möchte jetzt keine Medikamentenwerbung machen. Aber das reicht. Das reicht. Man kann auch Aspirin nehmen, man kann auch Inflopene nehmen. Natürlich. Man muss nicht auf den Corona-Impfstoff, der irgendwann in 6 Monaten kommt, warten. Der kommt frühestens in 12 Monaten. Also ein Inflopene reicht normalerweise, um diesen Coronavirus wieder loszukriegen, wenn man 30 bis 50 und gesund ist. So ist es. Ja, gut. Jetzt sind Sie ja nicht nur Arzt, sondern Sie sind auch immer ein sehr frecher Politiker gewesen, Deshalb ja auch aus der ÖVP dann irgendwann einmal rausgeflogen oder freiwillig rausgegangen. Ich bin selber gegangen. Selber rausgeflogen, ja. Selber Flüge geworden und als solcher immer frech gewesen. Was sagen Sie denn zur Performance der Politiker in diesem Corona-Hysterie? Bis jetzt, aus meiner Sicht zu wenig, wer sich am souveränsten verhalten hat, war der Bundeskanzler aus meiner Sicht, obwohl er kein Arzt ist und kein Gesundheitsexperte. Vom Gesundheitsministerium ist zwar auch Information gekommen, aber aus meiner Sicht zu wenig. Es werden die Leute auch nicht informiert, wie sie sich richtig die Hände desinfizieren sollten. Und das ist aus Sicht der Epidemiologen, aus Sicht der Ärzte, aus Sicht der Infektiologen, also die sich mit diesen Themen beschäftigen, das Allerwichtigste. Ich verstehe nicht, warum das Gesundheitsministerium nicht schon längst einen Spot schaltet, der rund um die Uhr läuft, wo man den Leuten zeigt, wie man richtig keinen Handschlag mehr und wenn, dann sofort desinfizieren. Genau. Das sind die drei wichtigsten Weisheiten. Was schlagen Sie denn davor? Jede Stunde am Klo oder wie desinfizieren? Sieht man richtig. Nach jedem Kontakt mit anderen Menschen. Nach jedem Handschlag sofort ins Ding gehen und das hilft was? Das hilft am allermeisten. Also da ist es doch nicht, das Wichtigste. Wenn ich einem Corona-Patienten die Hand gebe, bin ich noch nicht infiziert, dann kann ich durch eine Desinfektion das noch wegkriegen. Ja.
Wenn ich gleich nachher desinfiziere, Hände waschen, ordentlich Hände waschen reicht üblicherweise schon aus. Man muss ein bisschen eine Panik vorm Händeschütteln kriegen, eigentlich. Eigentlich sollte man jetzt wirklich niemanden die Hand schütteln, außer es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, weil man jetzt den 100. Geburtstag und zum Beispiel... Und wenn ja, dann sofort aufs Klo gehen und desinfizieren. Ja, also gut. Und von der Politik sind Sie enttäuscht? Sie sagen, das Gesundheitsministerium versagt sozusagen in einer breiten Aufklärung. Was tut man, dass man es nicht kriegt? Wir haben bis jetzt, also jetzt... Sind Sie für einen Grenzschutz? Sind Sie dafür, dass die Grenzen gesperrt werden? Das bringt aus meiner Sicht jetzt nichts mehr, weil wenn, dann ist der Virus schon längst da und das ist wenn, ist kein wenn mehr, sondern das ist so. Das war ja bis vorgestern... Sie sagen, der Virus ist längst da. Das heißt, wenn der Herr Kickl sagt, wir sollen jetzt die Grenzen zusperren, ist das schwachsinnig, jeder Meinung. Ich würde jetzt nicht unbedingt tausende Italiener nach Österreich holen, die krank sind. Die kommen nicht. Ja. Aber der Grenzschutz an sich, für diese Sachen ist es jetzt schon zu spät. Gut, das heißt, all diese Brachialmethoden lehnen Sie ab, sondern Sie sagen, wir sollten in eine Aufklärung hineingehen. Was kann die Politik sonst noch machen in der Causa? Die Politik kann schon, wenn wir jetzt Ortschaften zum Beispiel, so wie es in Italien der Fall war, wenn wir Ortschaften herausfinden, beziehungsweise in Ortschaften jetzt eine große Anzahl von Erkrankten auftritt, dann kann man durchaus sagen, okay, jetzt machen wir mal diese Ortschaft, isolieren wir einmal. Das wird in Österreich irgendwann kommen. Das wird kommen, wenn große Zentren sich bilden, wo sehr viele Infizierte da sind, weil dann ist es natürlich sinnvoll, um eine weitere Verbreitung einzudämmen. Also ich meine, irgendwann in den nächsten 2-3 Wochen werden wir... Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ortschaften, die ja. Im weitesten Sinn in Quarantäne stehen. Das werden wir wird man machen müssen. Mhm. Vor allem, wenn dieser Fall nicht eintritt, der prognostiziert ist und aus der jetzigen wissenschaftlichen Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass es eben für die allermeisten ungefährlich ist. Wenn sich herausstellen sollte, dass es für Europäer doch vielleicht sogar gefährlicher ist als für die Asiaten, dann muss man natürlich massivere Maßnahmen ergreifen. Aber man hätte mit der gleichen Logik auch bei jeder Grippewelle auch Isolationen durchführen müssen und Ortschaften abriegeln etc. Das hat man nicht gemacht bis jetzt die letzten Jahre, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwo große Isolationen... Aber Sie sagen, das könnte passieren, oder? Das könnte passieren, wenn der Virus sich als wirklich so gefährlich herausstellt, wie er eine Zeit lang in Asien ausgeschaut hat, dass er ist. Aber mittlerweile sagen die Asiaten ja auch, also die Chinesen sind gestern oder vorgestern erst in einem großen amerikanischen Medizinjournal veröffentlicht worden, die ganzen Daten aus China. Muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, die chinesischen Daten. Aber jedenfalls kommt da heraus, dass eben über 80% der Infizierten nicht schwer erkranken. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch die Isolation und die Abriegelung von ganzen Landstrichen ein bisschen fragwürdig, weil mit dem gleichen Recht oder mit der gleichen Pflicht müsste ich eben das auch bei jeder Grippe oder bei jedem schwereren Schnupfen machen. Gut, also mal spannend, Sie hier zu haben. Sie sagen kein Grund, also erstens einmal, Sie sagen, es wird alles viel dramatischer, als wir glauben. Es wird viel es wird Tausende und Abertausende Infizierte geben, haben Sie gesagt. Ja. Aber Sie sagen gleichzeitig kein Grund zur Panik. Erstens, mit einem Influbene kriegt man es im Griff, als normaler nicht kranker Mensch. Schnitt. Zweitens, wenn man intelligent ist, keine Hände mehr schüttelt und eine Armlänge Abstand hält, kann eigentlich nichts passieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Nicht viel. Außer man trifft wirklich einen schwer Corona-Infizierten, dann ist man vermutlich hilflos. Wenn man selber schwer infiziert ist, dann ist man hilflos. Wenn man jetzt jung und gesund ist und selbst auf einen schwer infizierten oder schwer Kranken trifft, ist man genauso gefährdet oder nicht gefährdet, wie wenn man auf einen reinen Überträger trifft. Wenn ich nicht die Hand gebe, wenn ich nicht näher als eine Armlänge hingehe, kann ich es dann trotzdem kriegen? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Gut, also, das ist die positive Nachricht zum Abend. Sie können beruhigt schlafen gehen. Der Dr. Franz hat uns erzählt, wenn Sie sich klug verhalten, keine Hand schütteln, eine Armlänge Abstand, so wie wir da sitzen, und keine Küsse, würde ich sagen, oder? Zumindest. Ja. Zumindest. Dann kann Ihnen nichts passieren. In diesem Sinne gehen wir in eine kurze Werbepause, dann habe ich einen ganz besonders spannenden Studiogast. Dann taucht wieder einer auf, der üblicherweise nur im Verborgenen lebt derzeit, Johann Gudenus, der Ibiza-Mann, ist wieder da. Der gibt nur bei Fellner Live Interviews und das nur einmal im halben Jahr. Und jetzt ist er da und spricht über das Comeback von Nazi Stache morgen am Aschermittwoch und was er davon hält, wie er heute zur FPÖ steht und wie er die ganze Ibiza-Geschichte heute sieht. Das wird spannend. Johann Gudenus gleich nach dieser Werbepause bei Fellner Live.